Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Sword Art Online Lost Song. Wir waren stehen geblieben hier im Gasthaus mit den ganzen Tutorials. Hier kann man nochmal an die Box gehen, das Lager, aber wir wollen nichts vom Lager holen, da kann man auch Sachen reinlegen. Und über das andere Schreibtisch, Bett, erst einmal alles gemacht. Schrank gibt's noch, genau, wegen der Ausrüstung. Das ist hier. Und man kann hier die Ausrüstung allen Leuten ändern, wenn man hat auch, kann ich kurz gucken, in der Ausrüstung sieht man, wir haben hier das Schwert Weissagung zweimal, wegen Dual Wield. Wir haben das normale Outfit, wir können aber auch noch den GGO-Avatar wählen oder das God-Eater-Collab-Outfit. Also God-Eater ist eine andere Spielerei in Bandai Namco, auch sehr, sehr geil. Habe auch God-Eater 3 gespielt, sehr, sehr geiles Spiel. Können wir uns auch immer mal angucken, im Angezockt vielleicht, mal gucken. Ich werde aber jetzt noch nichts wechseln, weil die Damen können das auch. Das sieht man hier aber nicht, sondern erst draußen im Feld, deswegen machen wir das erst da. Und die Damen haben natürlich geile Outfits. Muss man wirklich sagen. Wir können ausrüsten aber auch Ringe, Halsketten und Amulette neben unseren Waffen und Schilden. Und übrigens die Rüstung, die bewirkt gar nichts. Keine Statusänderungen oder gar nichts. Das machen nur diese Sachen hier und eben die Waffen. Ja. Ich habe mich jetzt immer noch nicht entschieden, ob wir auf einen Zweihänder gehen oder ob wir bei Dual Wield bleiben. Wird man dann sehen. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus und fangen mal richtig an. So. Können wir die Stadt ein bisschen angucken. Also, hier ist das Hotel, das Gasthaus, wo wir speichern können und unsere Sachen ändern können. Dann seht ihr schon, hier geht's lang. Und das sind zwei orange Punkte, hier sind zwei orange Punkte, also wir müssen uns da wirklich umgucken. Gehen wir einmal in die Richtung hier. Hier ist übrigens der Itemladen, wir haben zu wenig irgendwas, um uns das leisten zu können. Hier gibt es was. Was ist denn hier? Taverne Einherjal. Ah, ganz wichtig. Gehen wir auch gleich mal rein. Der wichtigste Ort eigentlich in der ganzen Stadt neben dem Gasthaus. Einherja, die Taverne der Helden. Hier kann man auch seinen eigenen Avatar erstellen. Das war irgendeiner von den Schaltern. Ich glaube, der da war das. Hier kannst du Ausrüstung Skills erstellen. Das war's nicht. Ne, sorry, brauche ich nicht. Wir haben noch keinen Questschalter offen. Schade. Dürfen wir sie nicht, solange wir nicht weiter geguckt haben, was es hier noch so gibt. Ja, dann gehen wir halt weiter. Tschüss. Da kann man die Quests annehmen. Jagdquests, Sammelquests und so weiter und so fort. Richtig geil. Hier ist, glaube ich... Genau. Hier finden wir Aegils Shop und Liz Spiele. Ja, ist klar. Am Anfang können wir noch... Das ist alles noch Tutorial-Gebiet. So, jetzt müssen wir weitergehen. Der sagt auch noch was. Was sagst du so schön Spannendes? Es gibt eine schwebende Insel über dem Höhlen, über dem Zentrum der Insel. Ich werde, dann finde ich der Inselboss. Ja, kommen wir alles noch zu. Danke für den Spoiler, du Arsch. Tja, auch Katzenmenschen. Es gibt ja auch eine Rasse, die Katzif, die haben. Ja, gut, die sind Katzen. Katzenfeen. Warst du schon in der Höhle im Nordosten? Begib dich zur Wiese beim Teleporttor und du findest sie auf dem Hügel rechts. Kommen wir alles noch zu. Jetzt lass uns doch erstmal hier durch die Gegend gucken. Ja, manche Leute sagen auch, was, wenn man so vorbeiläuft. Ich sollte mir angehen, was zu trinken, mir hier zur Seite zu stellen, weil sonst rede ich mir mundfusselig. Die Stadt ist halt wichtig für die Events mit anderen Charakteren. Die sitzen dann hier oder stehen hier. Dann kann man dann mit denen reden und eben Sachen auslösen, die auch wieder Bilder bringen. Haben wir jetzt alles noch nicht. Von daher ist die Stadt noch relativ uninteressant. Dann gibt es hier noch was. Was haben wir da? Der Glitnir-Turm. Es gibt übrigens auch ein Crossover-Event mit Axel World. Da kann man einen neuen Charakter freischalten für das Spiel. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann das kam. Das werden wir auch mitmachen, das ist nicht ohne. Aber wie gesagt, ich weiß nicht ganz, wann das kam. Ja, für was der wichtig war, weiß ich auch nicht mehr. Gib ich ehrlich zu. Kommt da aber noch was zu, keine Sorge. Und hier müsste dann die Duellarena sein. Oder auch nicht. Weil das Wohnviertel, da müssen wir eigentlich nicht hin. Ja, warum sagst du mir denn, dass das da ist? Egal. Wo sind die Arena gewesen? War das dann hier später? Ja, das könnte sein, dass sie dann hier war. So, und seht ihr, wir haben hier alles gemacht. Das heißt, unser nächster Punkt wäre dann natürlich schon ins Feld gehen. Ist auch gar nicht weiter schlimm, weil wollen wir ja sowieso. Nur Quests wollte ich eigentlich vorher noch annehmen. Eigentlich ungern Lust, jetzt erst ins Feld zu gehen. Ich weiß, es kann sein, dass es so sein muss. Ja, dummerweise ist es wirklich so. Ja, gut, dann gehen wir halt wieder. Ja,
Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Übrigens, hier können wir die aktiven, die aktiven Quests angucken. Und da sehen wir, Nebenquests haben wir keine. Extra-Quests haben wir auch keine. Ja. Und jetzt geht's richtig los. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Ja, freilich sind wir bereit. Richtig so, Kirito. Deswegen bist du dabei, Shina. So, da kann ich auch mal die anderen Outfits zeigen. Wo klingt die Wieseninsel? Wir werden aber in Standard-Outfits spielen. Kann ich jetzt schon sagen. Wo klingt die Wieseninsel? Nordosten. Halte RB gedrückt, um das Skillmenü anzuzeigen. Drücke dann Y, X, Steuerkreuz oben, rechts, links oder unten, um den entsprechenden Skill zu nutzen. Bei gezwungener Waffe kannst du Schwertskills nutzen, bei eigentlicher Waffe kannst du Magieskills nutzen. Prüfe genau, welche du nutzen möchtest. Ja, der Wechsel darin wird sehr wichtig, einfach zack, zack.女の子は妖精とかファンタジーなものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだよな。そうだよね。妖精ってキラキラしたイメージだよね。でもキリト君、 そのアバターに合ってるよ。そうかな。それを言うならアスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってる。綺麗だ。キリト君、もう言った本人が出れないでよ。私も恥ずかしくなってきちゃった。でもすごく嬉しい。ありがとう。ディーゼツァイトゥルトン。 Gewohnt euch übrigens dran, diese Dialoge müssen öfters geben und ihr scheint auf den Charakter. So, jetzt aber Hittings hier, Ausrüstung gucken. Fangen wir bei den beiden Damen doch mal an. Asna hat Ausrüsten, hier haben wir auf ein normales Outfit, also normale Outfit, aber auch die Schuluniform, das sieht dann wie folgt aus. So, das ist die Schuluniform für Asna. doch Teammitglieder. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute, aber ich nehme mir die Zeit, um euch die ganzen Ausrüstungen mal zu zeigen. Denn auch die Badebekleidung, das sieht dann so aus. Ein schöner, enger, knapper Bikini. Ja. Fanservice pur, kann man nicht anders sagen. Privat, würde ich hier jetzt halt nicht so spielen, ist klar. Was denkt ihr euch eigentlich? Badetuch sieht dann übrigens so aus. Auch sehr sexy. Also, wie gesagt, Fanservice wird hier sehr groß geschrieben. Und dann haben wir noch beide exklusive Outfits, nämlich Asna, das God Eater Collaboration Avatar. Der sieht auch geil aus und ist ja auch sehr freizügig. Warte mal, ich mach noch gleich mal Shinons exklusiven Avatar, wenn wir gerade dabei sind. So, Shinon, Rüstung, GGO Avatar. Also, ihr Gun Gale Online aussehen. Und wie gesagt, das God Eater ist auch sehr freizügig. Das ist kein BH drunter, das ist einfach nur diese Weste. Und Shinon eben ihr Gun Gale Online Outfit, wie man es aus der Phantom Bullet Arc kennt. Also zweite Staffel, erste Story Arc. So, wir werden das aber nicht nutzen. Wir spielen mit den Standard. Standard Outfits. Mit den Skills beschäftigen wir uns noch mehr gelernt haben. Normales Outfit. Und dann Shinon, Ausrüstung, normales Outfit. So, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr andere Outfits haben wollt. Erst noch zum guten Kirito, den ihr vielleicht so mitmachen könnt. Na egal. Der hat noch den Gun Gale Online Avatar, also den Kiriko Avatar. So. Den hat er ja bekommen von, wie heißt er nochmal? Hab's vergessen. Ich sehe gerade am Aufnahmefenster ruckelt es wie Sau. Ich hoffe, dass das nicht so ist, dann im fertigen Video. Dann würde ich mich kotzen. Dann würde ich kotzen, Leute.
Weil das würde mir sagen, dass er das nicht mag, mit dem zweiten Screen aufzunehmen. Ich werde es dann sehen. Teammitglieder falsch, war zu Kirito gehen. Ach ja, ausrüsten und Rüstung. Und dann noch der God-Eater-Collab-Avatar. Der sieht dann so aus. Finde ich persönlich überhaupt nicht schön. Das Ganze basiert, glaube ich, auf God-Eater 2, nicht auf 3. Weil 3 ja auch viel später erst rauskam. Oder war es sogar 1? Ich gehe mal auf Teammitglieder. Also so will ich auf keinen Fall rumlaufen. Gerne mit Kiriko, aber nicht damit. Man kann auch irgendwie Kiritos Alfheim, also Fairy Dance Kostüm freischalten. Oder fliegt sowieso durch die Gegend. Bisschen kämpfen, schon mal ein paar Level mitnehmen, schadet ja nichts. So, schön draufhauen, kaputtkloppen. Schön skillen. AOE-Attacke haben wir auch. Wir machen noch ein Aua. Wir machen noch nicht allzu viel Schaden, wie ihr seht. Wir sind auch andere dabei tatsächlich, die ebenfalls ein bisschen mitkämpfen. So, hier kaputt. Ah, ich sollte mir ausweichen, glaube ich. Dann machen wir nochmal AOE-Attacke. So. Ein bisschen laufen, das ist leichter, kann ja leichter ausweichen. Hilfe, wollte ich gar nicht machen. Chat-Funktion. So, komm her. Nein, nochmal nicht, mein Kollege. Ihr seht an der linken Seite, wie wir leveln, 103. Das ist halt, man levelt sehr, sehr schön und sehr, sehr schnell in dem Spiel. Bla, 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 brüll, stirb. Bessere Waffe hätte ich gerne. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Ausdauer laden. So, Shinanlevel 103. Das ist halt schön. Einfach ein bisschen was mitnehmen. Übrigens Magie, einfach zack und dann schön heilen. Bumm, so, und dann wieder Waffe rausholen und weiter geht's. So. Ach, es macht so Spaß. Es macht so Spaß, ich liebe es. Der Dungeon im Norden. War das hier? Ah ja, da, genau. Da, sind wir auch schon da. この扉を魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの。そうみたいね。これじゃあ先に進めないわ。となると、おそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど。お。 ここに不自然に穴が開いてるぞ。アウスパーロング。石板か何かを収めるのかしら。怪しいわね。あ、まさに。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。え、サイズ運行。みんな、ちょっとこれを見てくれ。違う、違う。エヴァのコスピーチュンベックス。え、雑。何か書いてあるよ。ポールのこっち。 Felder von Thor. Ich sag ja, Vielleicht beziehen sich die Felder von Thor auf diese Frage. Ah, okay. So. Die Felder von Thor, das ist in diese Richtung. Und die Mädels haben Spaß. Die Mädels haben richtig Spaß. Aber Leute, wir trainieren auf der anderen Seite weiter. Denn hier gibt es noch genügend Fieskram zum Kaputtkloppen. Natürlich wird auch storytechnisch gekämpft, ist klar. Was willst du, hä? Was willst du?
schöne AOE-Attacke rein. Ah, Mist, ich hab grad keine. Ich muss wieder aufladen. Lein brauchst du noch, bis du wieder fit bist jetzt. Ja. Da muss ich wieder ein Gefühl für entwickeln. Ja, ich weiß, du kannst doch nicht. Oh, ich kann gerade beides gar nicht machen. Scheiße. War ich so runter bei den Punkten? やったね。数の割には大したことなかったね。1対1体が強かったらやばかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。ああ、今回は雑魚的だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。だ、stimmt、sehr viel stärkere。2人ともメガピラついてるよ。ich sag noch mal Level 600 Field Boss。 Ja, wir reden darüber. Im ersten Gebiet übrigens. Von dem halten wir uns schön fern. さすが、生粋のゲーマーは違うね。しかも、キリト君ってば、相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。そうだったね。そう。俺はSAOから生還し、 退院してすぐにエールオーに興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃。お兄ちゃん、ちょっといい？Bisschen Real Life Scenes ja auch so geil im Spiel。妹のすぐは、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAOを生き抜いたプレイヤーの一人だ。 Ja, wie gesagt, das Ganze spielt ja im Gameverse und da ist es ein bisschen anders verlaufen. Da war Suguha, aka Leafa, tatsächlich in 1 Grad, nicht in ALO. Muss man auch erstmal wissen. Aber das Angebot mit dem Video, wo ich ein bisschen auf das Ganze eingehe, es steht immer noch. Ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Ganz genau. Alfheim Online basiert auf einer Kopie der Server von Sword Art Online und dadurch ähneln sich auch viele Dinge. Und Kirito konnte seinerzeit im Original-Kanon, also im Anime- und Novel-Kanon, seine Charakterdaten übernehmen aus SAO. Was ihn sehr verwirrt hat am Anfang. Ich bin so ein Fanboy, ey. Egal, gewöhnt euch dran. Yuki Asuna. Kanojo to wa SAO no naka de deatta. Samazama no dekigoto ni makikomare, futari de kuraku wa kachi ai, ore tachi wa fukai kisuna de tsunagareta. Ja, das war so geil in Rehollow Fragment. Da gab es eine Szene, da haben sich ein neues Haus gekauft. Die ließ nicht viele Vermutungen zu über das, was die beiden dann da gemacht haben, als sie endlich mal alleine waren und Yui bei den anderen im Gasthaus war. Das war sehr interessant, weil sich Spiele seitdem nicht mehr getraut haben, das so eindeutig darzustellen. Schon noch deutlich, aber nicht so. Ne? Wenn es dich interessiert, kannst du dich ja mal googeln. Es war sehr interessant auf jeden Fall. Ja, da will ich mich hinsetzen. つらかった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心に押しかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは 実は天才科学者だった。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながらその天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、Also eine Streberin. アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名
Nanairo Arshavin, Joshi datte. Rainbow Arshavin. Ja, Arshavin ist, glaube ich, ihr Nachname gewesen, ihr Real-Life-Nachname. Ah, sore shitte ru so. Nihonjin to Russia-jin no haafu no ko nan daro. Kasou network shakai o kenkyuu shite ru datte. Netto ni mo VR ya full dive nitsuite kousatsu shita ronbun ga ikutsu mo keisai sarete ta so. Yoku shitte ru ne. Da macht jemand seine Hausaufgabe, ist doch nicht schlimm. Ich habe noch niemandem gesagt, aber ich wollte in der Zukunft und forschen VR-Technologie betreiben. Deshalb habe ich mich über diesen kleinen Forscher sehr interessiert. Ja, ist ja klar, wenn man sich so mit einem Experten oder einer Expertin beschäftigen kann, warum auch nicht? Ich meine, da kann man noch sehr viel recherchieren, weil er im Thema sowieso interessiert ist. VR MMO の中でアイドル活動してるんだって。SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。SOA、Sword Online Art。そうだね。Aber das war glaube ich das erste mit deutschem Text. Genau, Hollow Fragment oder Re-Hollow Fragment hat noch englischen Text und deswegen. Es wird öfters vorkommen, dass hier der Text nicht zu dem stimmt, was die sagen und auch Fehler aufweist. Ist leider so. Aber im Großen und Ganzen hält sich in Grenzen. Das alles mit 12 Jahren, das ist sehr beeindruckend. 歌姫の七色に透き通るような歌声は世界を照らし種族同士の争いを止め和平の道へと誘うって書かれてる。ちょっとそれ別に振り切りだわ。LOってプレイヤーキルがあり、あ、例えば種族同士の競い合いが前提なのに攻略のある意味は足かせにならないわ。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VR MMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。Wieder zu früh gedrückt. Hier ist Jimmy, kein Deal mehr. So, aber Leute, hier machen wir mal kurz einen Folgenbreak, damit ich auch gucken kann, ob das mit der Aufnahme alles funktioniert hat, weil wie gesagt die Vorschau ruckelt und ich hoffe, dass es nicht im fertigen Video so ist. In diesem Sinne, wie es hier weitergeht, wie wir uns schlagen in der kommenden Schlacht, die vor uns liegt. Das sehen wir dann am nächsten Mal und ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt doch bitte einen Daumen hoch und abonniert mich. Fände ich sehr, sehr gerne, wird mir auch sehr helfen. In diesem Sinne, danke noch einmal und macht's nicht gut, macht's besser. Euer Dungeon Dragon. Ciao.